Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mal in meinen Kalender geguckt und habe dann festgestellt, dass Norbert Römer und ich ein erstes Gespräch nur mal über das Thema noch mit Rolf Krebs und Prälat Hülskamp gemeinsam im Oktober 2012 geführt haben. Und nach der Staffelübergabe an Dr. Weckelmann waren wir dann mit dem Gespann Dr. Weckelmann, Prälat Hülskamp in der Tat vor 2 Jahren zu einem ersten konzeptionellen gemeinsamen Gespräch am 11.03.2013 verabredet. Und heute am 18.03.2015 sind wir hier, um einen Gesetzentwurf zu verabschieden. Fast genau 2 Jahre. Eine lange Zeit, eine Zeit, die sich gelohnt hat. Eine Zeitstrecke, auf der es gemeinsam gelungen ist, ein komplexes Thema im Dialog zu bearbeiten, das ständig in der Gefahr stand, ideologisch, emotional aufgeladen zu werden oder das auch ein dankbares Wahlkampfthema hätte abgeben können. Und alle Beteiligten haben dafür gesorgt, dass genau das nicht passiert ist. Denn das hätte den Schulen nicht genutzt, es hätte den beteiligten Kirchen nicht genutzt, es hätte auch dem Parlament nicht genutzt. Und deswegen sage ich zum ersten Mal Danke, weil alle genau in diesem Sinne zusammengearbeitet haben, an sachorientierten Lösungen, an einem gemeinsamen Prozess. Und dabei gab es auch immer wieder mal den Wunsch, eine Runde zu drehen. Und das haben wir dann getan bis zum letzten Meter. Es braucht seine Zeit, gemeinsame Wege und Regelungen zu finden. Denn das Gesetz, was wir heute verabschieden, soll auch in Zukunft ein Fundament sein, dass eine sachorientierte Diskussion in den Kommunen stattfinden kann. Und ich glaube, das ist gelungen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass in der Anhörung diese Absicht von den Experten und Expertinnen gewürdigt worden ist, indem sie den Gesetzentwurf als zielführend, als ausgewogen und verfassungsrechtlich einwandfrei charakterisiert haben. Und das trifft dann auch wirklich auf die wesentlichen Elemente zu. Die Bekenntnis, wenn ich jetzt noch mal schaue, die Hürden beim Quorum, die Kollegin hat es gesagt, werden deutlich abgesenkt. Es bleibt gewährleistet, dass die Eltern am Ende mit einer qualifizierten Mehrheit über die Umwandlung entscheiden. Und anders bekenntnisorientierter Unterricht kann jetzt bei Bedarf und entsprechender Lehrerausstattung auch gewährleistet sein. Ein Impuls, der mich sehr gefreut hat in der Anhörung. Und ich erinnere daran, dass die Eltern das Recht haben, jeweils für ihr Kind ein Votum abgeben zu können, dass wir aber auch sicherstellen müssen, dass alle Eltern informiert sind über die Bedeutung dieser Abstimmung und dass sie das auch verstehen, was in der Schule vor sich geht. Der hohe Stellenwert des Elternrechts im NRW-Schulgesetz wird auch im vorliegenden Entwurf beibehalten. Ja, da hat die Kollegin Birkan recht, es gibt Eltern, die ohne Bekenntniszugehörigkeit oder einem anderen Bekenntniszugehörig gerade eine Bekenntnisschule für ihre Kinder bevorzugen und dort anmelden, weil sie die Erziehungsgrundsätze teilen, weil ihnen auch Integration in diese Gesellschaft sehr wichtig ist. Aber genauso zutreffend ist es auch, dass nicht immer und überall das Gesangbuch der ausschlaggebende Faktor ist. Es gibt Segregationseffekte, die kann man nicht leugnen, gerade wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft von Bekenntnis- und Gemeinschaftsgrundschulen Eltern sehr offen sagen, dass für sie die Schülerzusammensetzung entscheidend ist, wohin sie ihre Kinder anmelden. Wir öffnen dem Schulträger ein Initiativrecht, eine Elternbefragung zu initiieren in der Schulentwicklungsplanung. Und wir bleiben dabei, dass die Bekenntnisgebundenheit als Vorgabe für die Schulleitung da sein muss. Wir haben eine Öffnung bei den stellvertretenden Schulleitungen, bei den Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch nach dem Schulprofil dann unterrichten und sich diesem Schulprofil verpflichten müssen. Bei dem Stellenwert und der Verantwortung für das Schulprofil kann man viel theoretisieren, aber im Konkreten sind wir, glaube ich, gesetzlich, rechtlich und schulentwicklungsmäßig auf der eindeutigen und sicheren Seite, die Bekenntnisgebundenheit der Schulleitung, des Schulleiters, der Schulleiterin nicht zu verändern. Im Schulausschuss und im
Hauptausschuss haben sich angezeichnet, dass die Oppositionsfraktionen sich enthalten. Ich wäre froh, wenn das zumindest auch das heutige Ergebnis wäre, weil wir dann einen einstimmigen Beschluss des Parlaments haben und das ein sehr deutliches Signal ist. Aber Sie können natürlich auch gerne zustimmen. Das würde mich noch mehr freuen. Auf der Strecke haben wir mal informell zusammengesessen und gerade von CDU und FDP wurde signalisiert, dass die Debatte in ihren Fraktionen hochkontrovers laufen würde. Und das war das Signal, legt ihr mal einen Entwurf vor, dann können wir uns dazu verhalten. Das haben wir getan. Und deswegen bin ich froh, dass auf der Strecke dieses Ergebnis dabei herausgekommen ist. Mit dem Entschließungsantrag wollen wir auch noch einmal einer anderen Konfliktlage entgegentreten, und das haben die Kirchen auch in der Anhörung sehr deutlich gemacht. Zum Gottesdienstbesuch kann man nicht zwangsweise verpflichtet werden. Die Kirchen sagen aus pädagogischen und theologischen Gründen nein, auch wenn sich Eltern bei der Anmeldung an die Schule bewusst für das Bekenntnisprofil entscheiden. Und auch diese Entwicklung können wir nur begrüßen und unterstützen. Wir sind uns da sehr einig. Um perspektivisch als Angebot für die Schülerinnen bzw. Eltern, die das für ihre Kinder wollen, ein bekenntnisungebundenes Fach zu entwickeln, haben wir das auch noch mal aufgeschrieben. Das soll an den Gemeinschaftsgrundschulen passieren. Das ist auch wichtig, wenn man die negative Religionsfreiheit ernst nimmt. Ich hoffe nun auf die breite Zustimmung und bedanke mich bei allen, die über die Strecke immer konstruktiv und immer nach vorne vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Es lohnt sich, miteinander einen Weg zu gehen. Gemeinsam gehen, das ist der Weg und das Ziel. Das Motto der Woche der Brüderlichkeit, die am Sonntag abgeschlossen ist, genau das war es. Und diese 2 Jahre haben sich wirklich gelohnt. Herzlichen Dank.